Wieder Zeit zum Worte sammeln. Es ist wieder Zeit für unsere Spontangeschichte. Hier kommt die unglaubliche, die einzigartige. Hier kommt meine allerliebste, der schnellsten Autorin. Hier ist Claudia Griese. Claudia, grüß dich. Hallo. Ja, im Prinzip müssen wir zu dir hier eigentlich gar nicht mehr viel erklären. Du bist ja wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Du bist ja quasi das Vollwaschmittel der Wortwäscherei. Also von daher, wir kennen dich alle. Für die, die es nicht wissen, Sie sind jetzt aufgerufen, möglichst viele Begriffe zu nennen, die wirklich verrückt sind, woraus Claudia eine Spontangeschichte macht. Diesmal waren wir im Internet, gab es gar nicht so viel. Ich glaube, die Leute waren abgeschreckt, wir hatten im letzten Monat so ein langes Wort. Also diesmal gar nicht groß mit Internetgeschichten. Jetzt sind Sie hier im Studio gefordert. Deswegen der Hinweis, wenn Sie zu Hause einen Begriff haben, wo Sie sagen, der ist wirklich toll, schicken Sie ihn uns. Okay, jetzt sind Sie dran, 10 Begriffe brauchen wir. Wenn keiner sagt, dann gehe ich ins Publikum und dann unterhalten wir uns über Begriffe. Wir kriegen das hin. Was soll's sein? So, da haben wir, die haben hier vorne, Sie haben einen bestimmten Begriff. Was fällt Ihnen spontan ein? Hosentasche. Sehen Sie, wir sind schon mal auf einem guten Weg. Ganz genau, wir arbeiten uns langsam hoch. Hosentasche, da vorne, genau. Vasektomie. Vasektomie. Wow, okay, jetzt wird es schon ganz spannend. Wie schreibt man das? Schreib's mit W, da können wir es alle lesen. Wasserschaden. Entschuldigung? Wasserschaden. Wasserschaden, okay. Ja, Sie haben sich ja eben an mein Aquarium hier erinnert, ne? Ganz genau. Aber meinem Goldfisch geht es noch gut. Ihr könnt zwischendurch füttern, Felix. Vasektomie, Wasserschaden, ja, das ist auch irgendwie, na gut. So, es geht weiter. Vielleicht hier vorne noch, genau. Ja. Tiefseetaucher. Alle inspiriert durch mein Haustier, das ist schon mal schön. Sie können jetzt wieder ein bisschen mehr in den Humanbereich gehen, genau. Nippelklemme. Nippelklemme. Ja. Wenn die Show nachher vorbei ist, Sie warten noch einen Augenblick, wir müssen reden, ja? Gut. Quasselstrippe. Sie gucken in meine Richtung, es ist schön, ja? Okay. Quasselstrippe, okay. Kurvenlineal. Kurvenlineal, ja? Jetzt kommen wir in die Richtung, wo es spannend wird, Claudi, ne? Ja, danke. Okay. Die hinterste Reihe, was haben wir denn da zu erwarten? Flippen Sie aus, rasten Sie aus, werfen Sie uns Worte zu, die Sie woanders nirgends sagen können. Tomatenfußball. Tomatenfußball? Tomatenfußball. Ich meine, gut, wir haben die EM ja nun schon einige Monate hinter uns. Wir sind ja schon bald wieder bei der WM, soweit sind wir schon. Aber Tomatenfußball, es ist nicht schlecht. Ja, aber die Schreck haben wir verwunden mittlerweile, ne? Ja, wir sind doch gut ausgeschieden, das passte doch alles. Okay. Oder haben wir noch Italiener? Nein, alles gut. Weitere Begriffe? Wir haben 11, wir können aber ruhig noch einen. Einen können wir noch. Jetzt werden Sie langsam warm im Publikum, ne? Zu Hause vom Fernseher, Sie rufen schon und sagen, Mensch, warum nennen Sie den Begriff nicht? Schreiben Sie uns. Aber jetzt noch einen, vielleicht aus der dritten Reihe. Aus der dritten Reihe noch einen oder aus der zweiten. So, wo haben wir noch was? Einen noch gerade, die Dame hier vorne in Rot vielleicht nochmal. Müsli. Ja, guck mal, das ist ein schöner Abschluss, ne? Da. Müsli, das ist schön. Okay. Dankeschön. Claudia, du hast alles. Wunderbar. Ja. Sie kann jetzt 5-6 Minuten schreiben, das wird ein bisschen länger. Du schreibst es ordentlich und dann wird eine tolle Geschichte draus. Ich bin gespannt, was das wird. Ich auch. Claudia Griese, viel Spaß. Okay. Claudi, bitteschön. Ist die Lösung ganz nah? Müsli, Vasektomie. Völlig, das gehört zusammen wie kaum irgendwas anderes. Okay, wir werden das überprüfen. Claudia Griese. Ich mache mir erst, geht das wieder mit anderem Licht? Vorhin beim Singen gab es anderes Licht, das war sehr... Jetzt haben wir rot, jetzt wären wir im Bereich des Müslis. Nein, das passt so. Noch etwas verknittert und verschlafen, schütte ich mein Frühstücksmüsli in eine Schüssel. Die Milch ist erschreckend leicht, dicke Stirnfalten breiten sich aus. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist das Frühstück ohne Müsli-Milch oder stumpfe Quasselstrippen am Morgen. Oh, hätte ich das mal erst gar nicht gedacht, denn in diesem Moment schellt es an der Tür. Genervt schlurfe ich zum Türöffner und kurz danach steht Sonja, übersät mit Hektikflecken, im Türrahmen. Na, das war's dann mit einem entspannten Vormittag. Du Schatzi, du musst mir helfen, ja? Ich brauche heute um 13 Uhr endgültig mein Referat über diese scheiße Vasektomie. Und natürlich kackt gerade heute mein Shit-Schlepptop ab. Darf ich bitte bei dir schreiben? Ich störe auch gar nicht. Ich mache mich so klein, dass ich in deine Hosentasche passen könnte.
Schon ist sie an mir vorbeigerauscht und breitet sich mit unzähligen Taschen und Ordnern aus. Ein Stich, ein Schmerz, wie 100 Nippelklemmen macht sich breit. Ich mag sie ja, aber in solchen Momenten macht sie mich fast rasend. Schatzi, sag, hast du vielleicht noch ein Kurvenlineal? Ich brauch's auch nur ganz kurz. Ah, nein! Kurvenlineale sind aus. Ich gehe. Bei Fred über mir gibt's bestimmt einen lecker entspannten Kaffee. Ich klingel. Keine Reaktion. Ich klingel energischer. Ah, Geräusche. Hektisches Getrappel, Fluchen, dann ein dumpfer Aufprall, dicht gefolgt von einer Art Urschrei. Ich trete vorsichtig einen Schritt zurück. Da springt die Tür auch schon auf. Fred, nackt und plitschnass mit einer Tauchermaske auf dem Kopf. Tiefseetaucher, Wasserschaden, Tauchermaske. Ist mir wahrscheinlich schon ja gut, gefallen. Nee, vielleicht weiter. Egal. Nee, aber vielleicht, ich dachte es ja auch. Ja gut. Komm rein, hier ist die Hölle los. Da dreht er sich auch schon um und trieft zurück ins Bad. Jetzt sehe ich das Malheur. Ein ekliger Wasserschaden hat Fred zum Tiefseetaucher mutieren lassen. Geh schon mal in die Küche. Ich habe ein neues FIFA-Spiel für die Playsee. Kein Kindertomatenfußball mehr. Ach, wie schön, dass es noch Menschen gibt, die so klasse mit beiden Füßen, wenn auch in Schwimmflossen, auf dem Boden stehen können. Großartig, ich komme nur gerade zu dir. Claudia, wir müssen langsam mal überlegen, ob wir nicht mal aus den ganzen Kurzgeschichten oder Spontangeschichten mal ein Buch machen. Ist das mal eine Überlegung? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind gut, wenn sie gelesen sind. Ich glaube, die sind nur für den Moment. Nee, die sind für die Ewigkeit. Und deswegen bist du auch nächsten Monat wieder mit dabei. Es war wieder wie immer ein Fest. Claudia Griese, meine Damen und Herren. Danke schön.